Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf Münsterland TV beim Project Hospital hier. In der zweiten Staffel ist es, glaube ich. Weiß ich schon gar nicht mehr. Ist auf jeden Fall nicht unsere erste Staffel, aber ich finde mittlerweile, es ist ganz okay, das Krankenhaus. Ne? Hier den Kredit machen wir eben zurück, die 50. Genau. Damit wir nicht ganz so viel Zinsen zahlen. Im Konto kriegen wir ja nichts dafür, ne? So. Die schicken noch nicht hoch, oder? Läuft. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir hier auch das MRT weggenommen. Das haben wir komplett hier hingesetzt. Dass sich das alles so ein bisschen da hinten bündelt und dass wir hier Platz haben für Traumazentren etc. Also die sind nie voll, deswegen würde ich die jetzt noch nicht irgendwie hier drüben hinpacken. Gleich kommen wir auf Dauer auch mit denen hin, dass wir sagen, okay, wir packen hier noch den Aufenthaltsraum woanders hin. Ich weiß nicht, ob das hier gebraucht wird. Passt auf ein Nein. Wir haben ja hier einen schönen Empfang. Den Patienten verloren? Nee. Klopfen ist auch. Okay. Sind die beiden kollabiert, ne? Kann das? Den einen habe ich als blau gemacht. Ne, dann ist es nicht. Warum hat sie noch keinen drin? Ich weiß nicht, ob die gerade auf mich warten, weil die nichts macht. Mal hier einen Bluttest machen. Die unterhalten sich. Auch. Mal gucken, ob die hier gleich was rausfinden. Ich vermute, dass sie jetzt zum Labor muss. Derzeit kann die ja mal auf Toilette gehen, genau. Und vielleicht was essen, trinken. Oh, guck mal, die Wein ist traurig. Unwohlsein, okay. Hier die Pilze Dings machen. Maßnahme abgeschlossen, ja.
Mal hier gucken, ob wir hier diese. Das hier machen vielleicht. Schneider kann nach Hause. Und hier, der ist fertig, der kann nach Hause. Hier vergesse ich die oder die kommen gleichzeitig an. Kann natürlich auch sein. So, mal so ein bisschen beobachten, wie lang. So. Was ist jetzt Temperatur oder so? So, wir können auch nach Hause. Für die anderen auch dran kommen, ne? Vielleicht kollabieren die deswegen, weil ich da nichts gemacht habe. Naja. Weil. Wir schicken nochmal zum. Pech haben, kriege ich den dann wieder. So, die sind jetzt auch nach Hause gegangen, genau. Das heißt, wir können jetzt mal eben gucken, was wir hier. Notaufnahme, machen wir abgeschlossen. Der Mums. Vielleicht Untersuchung des Rachen. Mundhöhle, kriegen wir da was raus? Den haben wir hier, das ist die Margaret Jäger. Margaret Jäger. Die haben wir ja noch, ne? Ja. Nase gebrochen. Oh, das ist nicht gut. Kann ich auch noch hier sehen zum Orthopäden. Die auch. Den haben wir hier, den Sabo. Können wir auch noch mit reinnehmen? Sabo. Hier ist der. Horst Fiebrig. Dem Namen. Horst Fiebrig, da ist er. Okay, dann haben wir das und das ist Chirurgie. Insulintherapie. Nehmen wir stationär auf, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir wieder einen kleinen Sprung gemacht, ne? So verstopft, da schicken wir sie direkt mal zum HNO. Bin ich eigentlich noch da? Und warum sitzt er noch da? Jetzt schon lange da, ne?
ob es da was gibt. Ist er denn hier Maßnahme abgeschlossen? Sich übergeben, was? Mal was gegen die Übelkeit. So, was hat er denn? Da könnte auch Schwindel sein, ja. Mal eben untersuchen noch ein bisschen. Ob er da was rauskriegt. Der Frank. Und hier haben wir was rausgefunden, das ist gut. Ja, dann eh schon Feierabend, ne? Was ist hier? Waren gesammelt, okay. Wenn sie gleich alles hat, dann kann sie nach Hause. Und sich Patienten behandelt. Das ist doch gut. Echt zu wenig Personal. Das könnte sein, dass wir nur einen Behandlungsraum haben, deswegen, ne? Wie haben wir das hier überhaupt, oder? Haben wir gar nicht. Und den Raum mal noch bauen? Warte mal, hier haben wir die geplant, ne? Pause, so. Wir gehen hier hinten mal hin. Haben wir hier? Ich verstehe. Wir haben hier jetzt das geplant. Okay, das heißt, wir bauen hier mal eben Wände an. Ein. Kein Geld, ja. Machen wir jetzt erstmal keine Wände ein. Da habe ich schon wieder einen nicht. Maßnahme abgeschlossen. Ich muss nochmal einen Kredit aufnehmen. Ich möchte die gerne die. Das kriegen wir hin damit. So, dann bauen wir nicht hier. Eins, zwei. Dann geht hier eine Tür rein. Oh, hier so eine rein. Nee. In blau. Wir brauchen einen Schreibtisch. Bedeutet.
So. Hier ein schönes Schreibtischchen. In blau. Den Computer. Desinfektion. Dann möchte ich in die Ecke noch mal dieses. Wo ist es? Ja, das können wir da hinsetzen. Können wir nicht da hinsetzen. Ich wollte noch einmal Reinigung. Ja, Waschbecken einfach. Okay. So. Auch. Dann brauchen wir das. Dafür brauchen wir. Guck mal hier, das brauchen wir auch noch. Dann brauchen wir einen Beistelltisch oder so hier, ne? Ah, Gerätetisch ist größer, ne? Muss da drauf? Da muss das Ding drauf, oder? Ah, okay. Ja, dann haben wir das jetzt komplett, glaube ich, so. Dann würde ich nämlich sagen, wir machen hier noch den Behandlungsraum. Wenn wir jetzt hier sagen, wir machen jetzt hier einen. Oh, hier, das ist noch was anderes. Das wollte ich hier hin haben. Könnten wir das ja noch hier hin machen? Okay. Und so, hier eine Tür rein. Das ist die Frage. Doch, genau, das ist der Sonoraum. Und hier machen wir noch eine Tür rein. So. Okay. Okay, gerät dich. Noch. So, brauchen wir hier einen Schreibtisch. Ein Computer. Okay, das Licht. Ah ja, den OP-Waschtisch, aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. Das kriegen wir da drauf, ne? Ja, gut. Ach. Schon da drauf auch. Na, wo bin ich jetzt hin? Bin jetzt hingesprungen. Da muss es sein, so. Dann machen wir es halt hier nochmal hin. Hier noch einen Drucker drauf. Einen Mülleimer brauchen die hier nicht. Okay.
Waschbecken. Ja, das ist dieses Ding, was ich gesucht hatte. Hier kein. Für was? Ich gehe mal hier wieder rein. Warum? Warum die denn hier kein. Jetzt. Soll ich mal gucken, ob das jetzt. Ja, das Blau angeblich auch reicht aus. Ah, okay. Fehlendes Personal. Okay, das kriegen wir hin. So, hier hinten müssen wir ein bisschen mehr, ne? Für eine Ausstattung keinen Zugang zu Patienten kennen. Sleepy Labor. So, eine Tür noch. So, das einmal hier. Nee, das nicht. Wo ist das hin? Ah, da ist es hin. Okay. Wer braucht das? Das brauche. Über das da drauf? Nee. Schrank, da kriegen wir es drauf, so. So, kriegen wir das auch hier? Reicht das? Ja, reicht aus. Na, guck mal, hier muss auch nicht mal ein Arzt rein. Ich glaube, dann setzen wir hier noch mal eins mehr rein oder so, ne? So. Oder gucken wir mal, ob das funktioniert so. Okay, jetzt müssen wir einmal kurz Personal einstellen. Auch hier. Aber hier kommt auch schon die erste hin. Das passt. Ich glaube, die haben drauf gewartet, ne? Gucken, dass wir da jetzt am Boden. Ne, Boden wollte ich. So, dann können die nämlich weitermachen. Durch. Ja, okay. Danke. Wir sind aber bei 23 Minuten schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt hier schön nicht einen OP, den haben wir nicht gebraucht. Was sollen wir eben noch machen? Ah, ist immer noch nichts, ne? Steffen, da musst du mal durch hier, ne? Ein bisschen. Oder ist es die Nase? Macht ja keinen Sinn. Mund macht auch keinen Sinn. So, da. Also hier haben wir jetzt ein bisschen noch weitere Untersuchungsmöglichkeiten und die ersten Patienten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss.